Das ist eigentlich ein ganz ungutes Gefühl, was man nur durch Bewegung abbauen kann. Gekämpft wird wieder nach K1 Rules. Das heißt, eine Knietechnik, keine Haltetechniken, keine Würfe erlaubt und auch kein Ellbogen. Der größere Kämpfer. Tobias macht gleich Druck nach vorne. Klareren Treffer und schönere Technik ist ganz klar bei Tobias zu sehen. Ja, man sieht deutlich, nach einer Minute ist gleich mal die erste Luft draußen. Marek wirkt schon etwas müder, kontert jetzt mit Knietechnik in seinem Körper, was natürlich auch irrsinnig Luft kostet. Für den ersten Kampf machen das beide wirklich sehr gut. Ja. Tobias nagelt Marek immer wieder in der Ecke fest. Marek hat jetzt schon Probleme. Der letzte Low-Kick von Tobias war recht hart. Man sieht an seinem Stil, er versucht einfach Tobias auf Distanz zu halten. Jetzt bewegen sich beide ökonomischer. Die Kraft und die Luft wird wenig. Sehr gut, erste Runde zu Ende. Wenn man sich jetzt öfter Profi-Fights im Fernsehen angeschaut hat, dann
denkt man sich natürlich auch, das ist ja nichts, die Jungs, die hauen ja nicht wirklich fest zu. Aber wie gesagt, das ist alles dem Adrenalin geschuldet und der Alarmbereitschaft des Körpers. Und es ist nicht minder anstrengend wie ein WM-Kampf zwischen zwei Profis. Marek versucht wieder mit Kicks Tobias auf Distanz zu halten. Ja, beide treffen jetzt mit Knien. Schelini macht jetzt Druck. Alles raus, schöner Low-Kick. Schöne zweite Runde. Schöner Zusammenschnitt. Schöne Aktionen in der zweiten Runde. Das Beinhalten und Fegen hätte meiner Meinung nach gewarnt werden müssen vom Ringrichter. Weil es eben keine Muay Thai Rules sind, sondern K-Bone. Bisher ziemlich ausgeglichen. Ich sehe Lorenz ein Stück weiter vorn. Schauen wir, was die dritte Runde bringt. Ja. Schelini versucht auf Distanz zu bleiben, schöne klare Treffer zu erzielen. Und der Start in der dritten Runde war schon mal ganz gut. Für Schelini. Ja, es ist wirklich schwer, so einen Kampf zu beurteilen. Bin schon gespannt, wie die Punkterichter da entscheiden.
es ziemlich ausgeglichen ist. Beide deutlich gezeichnet. Keine Luft. Jetzt wieder zwei schöne Treffer von Lorenz. Und irrsinnig kräfteraubend. Es fühlt schwer, die Hände oben zu behalten. Bewegen sich viel, schlagen viel, aber wirklich klare Treffer. Bis auf den Pushkick jetzt von Cellini. Geht viel auf die Deckung. Alles in allem ein schöner Kampf. Die Männer können zufrieden sein mit ihrer Leistung. Die schönsten Aktionen ganz klar immer am Anfang der jeweiligen Runde. Und das Energielevel noch am höchsten ist. Athleten und es ist eine Punkteentscheidung gewonnen hat durch Punktegewinn in der blauen Ecke, Marek Cellini. Es haben beide gut gekämpft, aber Cellini hatte dann doch die klareren Treffer, also die Entscheidung geht auf alle Fälle in Ordnung.